Hallo Guys und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Tales of Phantasia. Im letzten Part wusste ich ja nicht wirklich weiter, also habe ich offscreen ein bisschen geschaut und hey, der Handspiegel, den wir gefunden haben, der so komisch war, leuchtet hier vor diesem komischen Spiegel. Ich habe jetzt einfach alle Spiegel angesprochen, die ich gesehen habe. Ich habe aber nicht im Internet nachgesehen, ich schwöre, darauf bin ich allein gekommen, ja. IQ 5000, der Handspiegel leuchtet, leck mich fett. Aus dem Spiegel treten Gegner, das ist aber unangenehm. Ja, okay, keine besonders starken Gegner. Nur eins first. Diese komischen Bälle, die er wirft, die sind halt ein bisschen gefährlich, aber ne. Damit kommen wir klar, denke ich. Eruption. Ich bitte sie aber, glaube ich, direkt mal Indignation zu zaubern, damit wir die kleinen Scheißviecher halt schnell weg haben. Außerdem scheinen die relative Immunität zu haben gegenüber Feuer, die Echsenmonster. Also, Alter, Indignation, yeah. Ich halte so lange ein bisschen den First hin, das passt schon. Mainz kann ja vielleicht Antidote zaubern, wenn sie dazu kommt. Alles locker easy. Ja, wie gesagt, ich bin doch komplett zurückgegangen. In der Hoffnung, dass wir jetzt irgendwie eine Statue bekommen oder so, die wir auf den komischen Schalter stellen können. Das wird ziemlich gut. Spoiler. Fireball! Ja, ne, es funktioniert auch ganz gut, schätze ich. Mach mal dick nochmal Indignation, das wäre, glaube ich, ganz gut. Dieser Gegner ist schwach gegen Feuer. Er ist stark gegen Feuer. Also sollte ich am besten Fireball nutzen, Alter. So, damit ist der auf den Scheiß auf jeden Fall schon mal tot. Wenn Klausi nicht komplett kacke ist, beschwört jetzt den Elementargeist anstatt. Ja, wäre cool, wenn er noch ein bisschen weiter weggehen würde. Naja. Tract Beam! Ich frage mich echt, ob das eine optionale Sache ist, die wir jetzt gerade machen, oder ob das wirklich nötig ist, um den Dungeon fertig zu kriegen. Ich bin sehr verwundert. Wir werden sehen, Leute. Wir werden sehen, was die Zukunft für uns offenbart. Meins, wirf mal bitte ein magisches Auge auf das Ding, weil ich würde gerne wissen, wie lange der noch lebt. Magisches Auge, Alter! Achso, sonst gab es noch ein paar Schatztruhen, die ich geplündert habe, die wir davor nicht gesehen haben. Da war aber nichts Nennenswertes drin, nur Orangengummis und Apfelgummis und so ein Shit. Also, einfach nur chilliges Zeug, ja. Wir sehen uns, Bitch Boy. Wir sehen uns. First, wohl eher, first to die, wenn ihr versteht, was ich meine. Ha! Wow, war das schlecht. Dein Spiegel und der Spiegel an der Wand reflektieren aneinander. Ja, das ist schön für uns. Nani! Das ist ein magisches Buch. Amberlet Distortion. Das ist zwar ziemlich cool, aber ich habe das Gefühl, es hilft uns jetzt nicht enorm weiter. Distortion, was ist das denn für ein krasser Zauber? Nicht elementare Magie, die Gegner in einem verzerrten Raum versiegelt. Okay, klingt nach einem Stun, das könnte uns vielleicht helfen gegen... Kann ich jetzt in alle Spiegel rein, ist die Frage. Komm, wir probieren das mal. Oh! Okay, anscheinend kann ich alle Spiegel nochmal ansprechen. Irgendwo wird bestimmt irgendetwas sein, was uns weiterbringt. Da bin ich ganz sicher, Alter. So, ich will den neuen Zauber ausprobieren. Aber ich denke, erstmal mit Indignation anzufangen, ist gar nicht so verkehrt. Demonic Star Train! Oder auch nicht. Weil diese Monster sind schon ein bisschen nervig. Nice. Kommen wir jetzt zuvor, oder ist Indignation noch stärker geworden? Meint, hast du dich gerade ernsthaft mit First Aid geheilt, anstatt dein scheiß beschissenes Gift zu heilen? Goddammit. Probieren wir es erneut. Es ist Rain! Nein, Antidote, Alter. Indignation! Wow, das hat fast den Gegner getroffen. Okay. Amber, sag uns mal deinen neuen Zauber. Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Distortion. Den können wir jetzt eh zu Tode kombon, wenn wir das darauf Lust haben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, okay. War ja auf jeden Fall schon mal richtig krass, Alter. Never mind. Ich glaube, das stand einfach Gegner, aber es ging wohl bei ihm nicht, weil er so ein Zwischenboss-Fuckboy war.
Okay, das heißt also, von zu sprechen, ist einfach jeden Handspiegel, jeden Spiegel nochmal an. Interessant, ich frage mich, ob das auch außerhalb des Dungeons geht. Oh mein Gott! Eine Uhr, das ist schon mal gut. Bisschen Geld, nett. Lavendel, lecker Schmecker. Elixier. Brodem. Bruder, was ist eins Brodem? Neu? Brodem? Ein Onyx ist im Inneren. Achso, ja, okay, wie schön für uns. Lavendel, erhöht die Stärke. Gönnen wir dem Bruder. Ja. Gut, dass wir das dann gemacht haben. Ja, wir haben auch einen Runenstab gefunden für Mind, aber den hat sie halt die ganze Zeit eh schon ausgerüstet, deswegen, ja, juckt wenig. Komisch, hier die Spiegel kann ich jetzt nicht ansprechen. Fuck, habe ich da irgendwas übersehen? Okay, Leute, ich würde sagen, ich suche aufscreen ein bisschen weiter, sonst brauchen wir echt noch 5000 Parts für diesen Daos Bullshit Burg Fuck Dungeon. Ice Arrows! Ich würde sagen, wir sehen uns dann später wieder. Leute, weitere Spiegel, wo wir reingehen können. Eventuell gibt es ja hier noch irgendwas Relevantes. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es einfach so eine optionale Sache ist. Ich meine, fuck. Wie soll ich denn sonst weiterkommen, Alter? Ich meine, wenn ich hier nichts finde, wäre es vielleicht naheliegend, im Internet mal nachzugucken, was abgeht. Aber das würde ich ungern machen. Aber ich habe auch keinen Bock, hier 3 Jahre zu verbringen, ne? Also, just saying, Alter. Wir gucken mal, was hinter diesen Spiegeln nochmal ist. Das ist bestimmt relevant für uns. Dun, 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 dun. Yes! Danke, Mind. Großer Fan. Übrigens, ich sag's ungern, aber Minds Power Hammer hat sich tatsächlich als sehr nützlich erwiesen hier gegen die Gegner. Ich sag's ja nur. Hashtag Danke, Mind. Mit G, bitte. Danke, Mind. Schlitz! Bam, 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 bam. Der kleine First, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht, ja? Dieser Mann, der hat schon verloren, okay? Der hat schon verloren, aber der muss das noch zu Ende bringen, weil daraus tötet die sonst sowieso. Und ja, der hat keine Chance mehr im Leben. Tut mir ein bisschen leid, der kleine Fratz. Take that! Eruption. Ihr müsst zugeben, dieser sexuelle Unterton in diesem Angriff. Der fällt mir erst jetzt auf. Eruption, weil ihr versteht, was ich meine. Zwinker-Smiley. Mein Gott, kriegen wir viele Erfahrungspunkte. Das erfreut mein Herz enorm. Ja, genau, die reflektieren einander. Alter. Yo, wo bin ich denn jetzt? Ja, gute Frage. Hä? Umgekehrt. Oh nein, ich weiß doch nicht mehr, wie das war. So? Fuck! Moment. Oh Gott! Ich glaube, ich weiß doch wieder. Ja! Legend! Ich hab's einfach drauf. Goldener Schlüssel! Und genau das ist das Item, womit ich hier weiterkomme, glaube ich. Nice! Okay, ihr könnt mich ruhig Rätselboss nennen. Ich weiß, legendär, was ich hier verbracht habe. Wir gucken uns das mal kurz an, um sicher zu gehen. Ein glänzender goldener Schlüssel. Toll, ich habe es gehofft, dass das sowas steht wie öffnet alle Türen in Daos Schloss, Alter. Aber kann man auch lassen, danke Spiel. Ich frage mich, was dort vielleicht noch sein könnte in dieser Spiegelwelt. Okay, den Golem können wir mit normalen Angriffen nicht schaden, weil eventuell haben wir ein... Oh nein, Luna kann ihn auch keinen Schaden machen, weil das Licht elementar ist. Steht das da überhaupt? Nee, aber hat auf jeden Fall keinen Schaden gemacht. Deswegen holen wir Maxwell. Meint, ich möchte, dass sie Power Hammer zaubert. Und ich möchte, dass Amber Indignation zaubert. Und dann war es mit dem Golem. Währenddessen... Ja, halte ich ihn einfach ein bisschen ab, damit er den Leuten nicht auf die Fresse gibt. Solange Power Hammer nicht trifft. Okay, schön. Und dann hau ich den auf die Fresse. Wow, Power Hammer hat einfach nichts gebracht. Alles klar, never mind. Weißt du, ich lobe Mind. Einmal in meinem Leben. Einmal lobe ich Mind. Und dann passiert sowas. So eine riesige Enttäuschung. Shing! Indignation! Frisst das so Haufen Eisenschrott? Boah, gegeben, Alter. Okay, Klausi. Ich will nicht der Typ sein, aber einmal Maxwell. Das würde dem Ganzen noch zugute führen, tun.
Never mind. Klausi kriegt einfach nur auf die Fresse. Das ist auch okay. Aber ich will jetzt etwas TP eigentlich nicht so sehr verschwenden. Auf der anderen Seite, wenn man eventuell knauserig mit der TP ist, endet das nicht optimal, habe ich gehört. Also mach ruhig nochmal eine Indignation. Währenddessen kümmert Crash sich um die anderen Fuckviecher. Bam, 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 bam. Während Klausi heldenhaft den Golem-Schlag blockt. Was für eine Legende. Sag's euch, Klausi, mit der legt man sich lieber nicht an. Bam. Wrecked, bitch. Okay, schön für uns. Hey, cool. Schutzreif, okay. Macht der Rune, wird nützlich sein. Magischer Besen, Alter. Ist der besser als ihr Besen? Ist die Frage. Ist er tatsächlich? Besen, der einst einer Hexe gehörte, die nicht von dieser Welt war. Ja, bringt ihr jetzt zwar nichts so zum Zaubern, aber sie macht jetzt mit dem normalen Angriff ein bisschen mehr Schaden. Das ist fast etwas wert. Eigentlich gar nicht, aber kann man auch machen. Okay, dann gucke ich aber nochmal, ob ich hier irgendwo reinkomme. Das wäre cool. Aber nein, tatsächlich sind diese Spiegel nicht ansprechbar. Okay, dann machen wir uns auf den Weg zurück. Und im besten Fall, Alter, sind wir dann schon bald da aus, ja? Aber interessantes Rätsel auf jeden Fall. Finde ich schön, dass sie nicht irgendwelche komischen Rätsel recycelt haben, wie bei diesem komischen Turm. Oder immer wieder das gleiche passiert. Das war eigentlich ganz nett. Das war ganz nett. Muss man schon durchaus gestehen, ja? Indignation, alles klar, finde ich da einfach alles. Bam, bam, bam. Phoenix Sword Rain. Oh, so ein cooler Move. Ja, frisst das, du Arschloch. Dun, dun. Aber einige von Elfen, also einige Elfen arbeiten anscheinend für Daos. Das finde ich sehr interessant, dass die Elfen sich damit Daos zusammensetzen. Das ist eine gute Information, würde ich sagen. Wobei, das Ding ist, diese fucking Druiden hier, die können halt solche heiligen Arts nutzen. Und in dieser Welt wird ja ganz eindeutig unterschieden zwischen heiligen Arts und Magie. So, mein zum Beispiel, auf Scheiße, ist ja ein Mensch, kann aber trotzdem Heilzauber nutzen, weil es ja heilige Art, sie ist auserkoren oder so eine Scheiße. Ja. Okay, hier bin ich falsch. Ich glaube, ich muss da rechts lang. Allerdings kann sie halt keine Angriffszauber nutzen, im Gegensatz zu unserer guten Amber. Und deswegen ist das dann halt schon zu denken, ne? Hammer! Ich hoffe, das hat geholfen. Ja, hat es. Klausi. Bitte, Maxwell. Das wäre lecker. Dadadun. Die bleiben nämlich tatsächlich ein Weilchen gestunt. Und wenn sie nicht einfach angegriffen werden, bringt das einen auch echt weiter, ne? Dun, dun, dun. Kannst du dir ruhig nochmal gönnen, Brudi. Ich glaube nämlich, er könnte immer noch gestunt sein. Nach der Scheiße. Dun. Das werden wir gleich erfahren. Na, sieht nicht so aus, wäre ja noch gestunt. Okay, never mind. Dun, dun, dun. Rest in peace, yeah. Bam, bam, bam. Ja! Nach diesen epischen Geräuschen habe ich nicht das Gefühl, dass da auf und scheiße gestunt ist. Okay, Amber, dann muss deine Indignation her. Es gibt keine andere Möglichkeit, ja? Ah, schön, dass die Leute unter Amber quasi verrecken und Amber sich erstmal denkt, nein, scheiße. Ich werfe lieber Crest Coon. Das ist besser. Damit. Meint, du stehst 3 Meter weit weg. Wie hast du überhaupt Schaden bekommen, Alter? Oh, yeah. Ich werde diese Frau nie verstehen. Level up, bitte. Okay, wie schön für uns. Ich glaube, es ist Zeit für ein paar nette Cheeseburger. Und verdammt, ich hätte echt gerne Cheeseburger jetzt. Wir werden sehen. Ich werde mir wahrscheinlich noch was holen heute. Vielleicht werde es Cheeseburger sein. Ich weiß ja nicht. Geh langsam, wenn die Gegner echt lästig. Aber wir kriegen einiges an MP und ich bin mir sicher, daraus wird kein Pushover sein. Und eventuell wäre es gar nicht so verkehrt, wenn wir da jetzt ein bisschen an Erfahrungspunkten dazu bekommen, ja? Lightning Tiger Trust! Und Eruption. Ja, ich bin gespannt.
Vielleicht nicht mehr in diesem Part, aber wahrscheinlich im nächsten Part, wenn wir dann gegen Daos bestehen. Oh, das wird sicherlich ziemlich episch, wenn ihr mich fragt. Meint, was geschieht, Alter? Oh, wir werden Meint das mal retten müssen, glaube ich. Indignation, oder? Sehr schön. Never mind. Ha, lustig. Oh Mann, das war nicht beabsichtigt. Naja, was soll's. Sie haben ja noch ein paar Tränke des Lebens. Das ist schon okay. Eruption. Aber Amber braucht wirklich dringend TP langsam. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ja. Wir haben ja noch genug Items. Wenn der Dungeon jetzt bald vorbei ist, dann würde ich sagen, kommen wir auch klar mit dem Zeug, was wir haben. Und ich glaube, ich bin in die falsche Tür gegangen. Wie schön für mich. Kampf. Wasser des Lebens, Alter. So, und dann wollen wir diese Chawanmushi. Das ist eine gute Speise, sicherlich. Und das ist halt auch Vergiftung. Das ist ziemlich optimal. Ja, und sonst kann Mind eigentlich auch nochmal eine Nurse raushauen, würde ich fast sagen. Obwohl. Nee, Mind, heil mal nur dich. Gönn dir mal nur für dich, ja? Hier, lecker Schlecker. Du kleiner Fratz. Okay. Oh, eigentlich, wir haben nicht mehr viele. Aber Amber ist halt komplett nutzlos ohne den Scheiß. Deswegen kriegt sie das erstmal. Und Christ kriegt auch nochmal eins. Weil seine Art hat auch viel rausreißen können. Okay. Das ist der Raum der Schande. An den erinnern wir uns bitte nicht zurück. Dann gehen wir hier weiter hoch. Ja, und jetzt renne ich einfach nur nach oben. Und nee, nicht hier lang. Sondern wir müssen wieder jemanden da abstellen. Gleich. Auch voll gemein, oder? So, die geben dir Zugang zu diesem kompletten Abschnitt, ja? Aber man kommt halt nicht weiter, wenn man nicht zurückgeht. So, darauf muss man erstmal kommen. Das ist echt assi. Also, ich weiß nicht. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich nicht schon das ein oder andere Rollenspiel gezockt hätte, wäre ich jetzt nicht so schnell drauf gekommen, nochmal zurückzugehen und mich da umzusehen. Sondern hätte es probiert, dort weiterzukommen. Das ist halt so ein bisschen gemein, ne? Aber wenn wir bedenken, dass es schon so Late Dungeon, ja? Weil es schon so ein später Dungeon ist und dann kann man das auch irgendwie nachvollziehen. Bilde ich mir ein. Aber wer weiß, vielleicht haben wir noch das ganze Spiel vor uns. Ich sag ja, es ist immer ein bisschen krass, ne? Okay, wollen wir sich hier hinstellen. Klausi, ich würde dich bitten, dich hier mal hinzustellen. Danke. Chill einfach ein bisschen dein Life, Brudi. Ja, währenddessen müssen wir uns halt erstmal mit den Fuckboys hier klarkommen. Meine, ich möchte direkt einen Powerhammer auf den Steinboy. Ich möchte direkt eine Indignation auf den Steinboy. Und Crass kümmert sich direkt um den Wizard hier. Ha! Ja, nee, ist okay. Zauber ruhig weiter, während ich mein Schwert in deinen Mund schiebe. Alter, Mind, willst du ihn gerade verprügeln? Ist das dein scheiß Ernst, Alter? Mind nur so, ja! Du auf den Scheiße, du. Okay. Wir können noch eine weitere Indignation gebrauchen. Spoiler. Oder war das ja? Von Amber. Ich bin mir nicht sicher. Phoenix Sword Rain. Nein, es sieht wirklich aus, als würde Mind wirklich vorhaben, diesen beschissenen Golem ihren Stab in den Mund zu schieben. Weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Das bin ich mir nicht sicher. MD ist geschafft. Eruption, oder? So, wie schön. Friss das, du Arsch. Schön. Nette Combo. Versuch den hochzuschlagen, damit Amber auch noch Schaden machen kann. Alter, wie hält der denn aus, der Bruder? Rest in peace, Bro. Rest in peace. So ein catchy Jingle. Okay. Mit diesem Schlüssel kann ich sicherlich diesen komischen Scheiß aufmachen. Versuchen wir es mit dem goldenen Schlüssel, Alter. Gute Idee, Chris. Was für ein großes Loch. Also sieht aus wie ein Treppenhaus, das in die Etage unter uns führt. Ah, bin ich mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall erstmal Flair bekommen. Das ist gut für uns. Kein Plan, was Flair ist, by the way.
Magische Flosse, Charme. Oh, okay. Bessere Preise, cool. Ja, bringt mir jetzt wenig. Ein großes Loch, das ist aus ja ein Treppenhaus, das in eine tolle Etage führt. Okay, kann ich aber sonst nichts machen. Ja, wie toll. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich da was runterschmeißen kann. Oder dass ich halt Klausi zu mir holen kann. Das wäre gut. Hier war aber auch noch eine verschlossene Tür, ne? Ja. Yeah. Nice. Gucken wir da mal rein. Ja, nee. Ist okay, Echsenmann. Renne einfach an mir straight vorbei, Bruder. Was ist los? Phoenix Sword Train. Ja, frisst das, du Arsch. Ah ja, schönes Gefühl, dass wir eigentlich mal ein bisschen weiterkommen. Ich bin auch froh, wenn wir diesen Dungeon abgeschlossen haben, um ehrlich zu sein, denn wir sind echt schon Weilchen hier. Wie wir in allen Dungeons in letzter Zeit. Also ganz ehrlich, in letzter Zeit sind die Dungeons wirklich lang. An sich ganz cool, ja. Aber irgendwann hat man halt den Punkt erreicht, wo man denkt, oh shit. Eventuell habe ich nicht mehr so optimal die Lust auf diesen Dungeon. Aber keine Sorge, ich bin mir recht sicher, dass wir hier bald fertig sind. Oh, ein Fragezeichenschwert. Ich wundere mich, vielleicht soll ich den... Ich habe ja ein paar Macht der Rune, ne? Vielleicht soll ich ein paar dieser Fragezeichenschwerter mal... öffnen, quasi. Wir haben 15 Stück hier. Ich würde lieber erstmal weiter gucken. Weil dann müssen wir ja noch eins so haben, ne? Ne, haben wir aber nicht. Das heißt, das sind alles die gleichen. Kann das sein? Sind das halt wirklich alles Langschwerter? Ich bin mir so unsicher. Ich mach jetzt einfach ein paar auf. Ja, Langschwert, Langschwert. Okay, never mind. Das war eine furchtbare Idee und eine ziemlich große Verschwendung an Items. Gucken wir mal, was wir hier haben. Versuchen wir es mit dem goldenen Schlüssel. Alter. Schön, eine Backpflaume. Das ist meine Lieblingspflaume. Silbercane. Mango? Mangostin? Junge, what the fuck, Mann? Okay, Melone, damit kann ich was anfangen. Aber Mangostin? Bruder, ich kenne Mangos. Zählt das? Köstliche, cremige Frucht aus Mangostan... des Mangostane-Baumes. Scheiß Fantasy-Welt, Alter. Würde mich nicht wundern, wenn es das wirklich gibt, aber ich habe keine Ahnung davon. Naja, Leute. Ich würde sagen, das war's mal für heute von Tales of Phantasia. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet demnächst auch wieder ein. Haut rein, Leute. Ciao.